1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Heimlich werden Waren auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Offiziell sind sie nur über Bezugsscheine erhältlich. Die vier Hauptsiegermächte, Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich, können sich auf den Nachkriegskonferenzen nicht auf eine gemeinsame Deutschlandpolitik einigen. USA, Großbritannien und Frankreich bereiten die Gründung eines Weststaates und den wirtschaftlichen Wiederaufbau vor. Ein wichtiger Meilenstein hierfür: am 20. Juni 1948 tritt die Währungsreform in Kraft. Das neue Geld heißt Deutsche Mark. Erwachsene Westdeutsche erhalten jeweils 40 D-Mark. Für jedes Kind gibt es 20 D-Mark. Ein Monat später weitere 20 D-Mark für alle. Endlose Schlangen bilden sich vor den Umtauschstellen. Die knisternden 20 D-Mark-Scheine, die an diesem Tag ausgehändigt werden, sind grün und ähneln einer anderen starken Währung. Habt ihr eine Idee, welche das sein könnte? Wie amerikanische Dollarnoten sehen sie aus und verraten damit den Ort ihrer Herstellung. Sie werden bereits unter strenger Geheimhaltung seit Oktober 1947 in New York und Washington, also den USA, gedruckt. Die Deutsche Mark löst die Reichsmark im Verhältnis 1 zu 10 ab. Löhne, Gehälter, Mieten werden 1 zu 1 umgewertet. Sparguthaben im Verhältnis von 100 alten Reichsmark zu 6 D-Mark 50. Sachgüter behalten ihren Wert. Für die meisten Waren entfallen Preisbindung und Bewirtschaftung. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Marktwirtschaft eingeschlagen und der Schwarzmarkt verschwindet spurlos. Das Geld erlangt seine Kaufkraft wieder und die dollarähnlichen Scheine verfehlen ihre psychologische Wirkung nicht. Ist es doch eine starke Währung, die hier unverkennbar als Vorlage sichtbar wird. Aber was kann man sich tatsächlich leisten? Später erinnern sich die Menschen vor allem daran. Mit den zurückgehaltenen Waren füllen sich die Schaufenster schlagartig. Und was hättest du dir mit den ersten D-Mark-Scheinen gekauft? 3 Tage später findet auch in der sowjetischen Besatzungszone eine Währungsreform statt. Da neues Geld noch nicht gedruckt ist, werden die alten Reichsmarkscheine zunächst mit Coupons beklebt. Die Ostdeutschen erhalten 70 Mark sofort ausbezahlt. Da die Zwangsbewirtschaftung aber beibehalten wird, verbessert sich der Lebensstandard nicht spürbar. Mit der Einführung der neuen Währung entstehen 2 neue Wirtschaftsräume. Die Weichen für eine Teilung Deutschlands sind gestellt. Der 20. Juni 1948 gilt später als die Geburtsstunde des Wirtschaftswunders der Bundesrepublik Deutschland, mit der es für viele bald schon wirtschaftlich aufwärts ging. Als die Menschen in Deutschland 2002 die D-Mark gegen den Euro eintauschen, sind viele kritisch. Sie verbinden mit der D-Mark vor allem Jahre des wachsenden Wohlstands. Mittlerweile sind die Vorzüge selbstverständlich. Wer eine Autoreise von Deutschland nach Portugal macht und eine längere Route durch Europa wählt, muss sich um den Umtausch anderer Währungen innerhalb der Eurozone mit seinen 19 Mitgliedsländern keine Gedanken mehr machen.